Ich bin tatsächlich noch auf dem Kongress in Düsseldorf und mache tatsächlich einen Kurs mit jungen Augenchirurgen über die minimalinvasive Glaukomchirurgie. Nichtsdestotrotz habe ich die Einladung vom Ronald Gerste sehr gerne angenommen, hier einen kurzen Überblick zu geben. Und es kann nur ein kurzer Überblick sein über die minimalinvasive Glaukomchirurgie, denn es ist am Ende des Tages ist es eigentlich ein abendfüllendes Thema. Wir können es nur anreißen, das will ich auch tun. Was wir in den vorherigen Vorträgen schon gehört haben, sowohl von Herrn Professor Pilotnath als auch von Herrn Professor Dietlein, es gibt ganz unterschiedliche Glaukomformen, es gibt ganz unterschiedliche therapeutische Ansätze und auch in der minimalinvasiven Glaukomchirurgie gibt es unterschiedliche Ansätze, die ich gerne mit Ihnen durchgehen würde. Wenn man sich, das ist ein kleiner Abriss, wir haben über viele Jahre, Jahrzehnte tatsächlich rein medikamentös beziehungsweise die klassische Lasertherapie beziehungsweise klassische Filtrationschirurgie gehabt und dann mit dem Beginn der 2000er Jahre deutliche Innovationen beginnt mit der Kanaloplastik und jetzt mit der minimalinvasiven Glaukomchirurgie, die die Chirurgie deutlich in den Vordergrund gerückt hat. Sie ersetzt nicht die medikamentöse Therapie und auch die klassischen Eingriffe haben sicherlich immer noch ihre feste Bedeutung und ihre sind nach wie vor, werden nicht verschwinden, aber dass die minimalinvasive Glaukomchirurgie ergänzt das Ganze. Der Begriff ist geprägt worden von diesem gut aussehenden Herrn hier mit der langen Haarpracht, den ich da darum immer beneide, Ike Amit, ein Augenarzt aus Kanada. Die Definition ist eben, dass es weniger traumatische Eingriffe sein sollen, die schonender sind für den Patienten, trotzdem eine effiziente Senkung des Druckes ermöglichen sollen. Also am Ende kann man sagen, eigentlich wollen wir die eierlegende Wollmilchsau, die haben wir nicht, aber wir haben unterschiedliche und deswegen eben nicht nur einen Eingriff, sondern ganz verschiedene, die Senkung des Druckes ermöglichen. Bei diesen drucksenkenden Eingriffen adressieren wir zunächst mal auch den natürlichen Abfluss über den sogenannten Schlemmschen Kanal, aber eben wir schaffen auch einen zusätzlichen Abfluss mit einzelnen Verfahren über die Bindehaut oder unter die Bindehaut und den alternativen Abfluss, den suprachoroidalen oder supraziliaren Abflussweg, der in die Aderhaut ableitet. Für all diese verschiedenen Abflusswege gibt es mittlerweile Verfahren, die zur Verfügung stehen. Aber das Besondere ist, dass sie eben ein unterschiedlich drucksenkendes Potenzial haben. Hier mal ein kleiner Überblick, damit Sie einfach mal sehen, so habe ich mit Glaukomchirurgie vor fast 20 Jahren angefangen. Die Kanaloplastie kam gerade auf, aber Sie sehen zwischen der Medikation ganz links und den klassischen Verfahren wie der Trabekelektomie herrschen hier deutliche Lücken im therapeutischen Schema. Und das ist etwas, jetzt wird es fast etwas unübersichtlich und deswegen kann ich Ihnen nicht alle Verfahren vorstellen. Und auch wenn diese Abbildung aktualisiert wurde, gibt sie nicht mehr das wieder, was wir heute sogar zur Verfügung haben oder im Rahmen von Studien testen. Wir haben also eine Vielzahl von Verfahren, die diesen Übergang von der reinen medikamentösen Therapie zur klassischen Filtrationschirurgie, zur klassischen Trabekelektomie ergänzen. Wie gesagt, sie werden sie nicht ablösen. Und das ist so eine kleine Zeitschiene. Die ersten Zulassungen in Europa 2004 mit dem iStent und jetzt das letzte Verfahren ist der Mini-Jack, der ist mittlerweile 2021 ist er geplant worden. Hier steht noch 2020 geplant. All das hat sich verschoben. Dieses Verfahren ist schon angesprochen worden von Herrn Professor Pilonat, also die Gabe eines Medikaments in das Auge. Das wird in Tropfanästhesie durchgeführt. Hier einfach so ein ganz kleiner Einblick. Sie machen und das Ganze mag vielleicht schmerzhaft aussehen, ist es aber für den Patienten nicht. Unter Lokalanästhesie mit einem ganz feinen, sehr scharfen Nadel. Und jetzt sehen Sie gleich, wie so ein kleines weißes Röhrchen da rausfliegt, wird ein Medikamententräger in die Vorderkammer gegeben, der dann langsam, hier unten sehen Sie den jetzt, oder oben im Bildrand, wird das eingegeben, eine Prozedur, die vielleicht eine halbe Minute dauert. Der Hintergrund ist schon besprochen worden, bei Patienten das anzuwenden, die Schwierigkeiten haben mit Tropfen, bei denen wir zwar wissen, die Tropfen wirken, aber sie haben Schwierigkeiten, diese anzuwenden. Das Implantat baut sich ab. Hier nochmal wie sich das über die Zeit reduziert.
Es ist mittlerweile in den Vereinigten Staaten zugelassen, nur zur einmaligen Anwendung. In Deutschland laufen momentan noch die Studien zur mehrfachen Anwendung. Und Sie sehen, das führt zu einer effizienten Drucksenkung und nicht nur, und das ist das Ziel, das macht keinen Sinn, wenn Sie das bei jedem Patienten alle 3 Monate machen müssen, sondern Ziel ist, dass Sie möglichst ein halbes, ein Jahr, in Einzelfällen sogar länger, bis zu 2 Jahre Wirkungszeit haben, um eben so etwas zu entlasten. Dann habe ich vorhin schon angesprochen, den Schlemmschen Kanal, also den natürlichen Abflusskanal. Das ist ja wie so ein Art Drainageröhrchen im Kammerwinkel. Und da sehen Sie, gibt es eine ganz große Vielfalt von verschiedenen Verfahren. Grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen sogenannten Stents, das werden also kleine Implantate eingesetzt, und Verfahren, bei denen nichts im Auge zurückgelassen wird, aber der normale natürliche Abflusskanal erweitert, oder das Trabekelmaschenwerk, also diese poröse Maschen, die Ihnen Herr Dietlein beim Pigmentdispersionsglaukom sehr schön gezeigt hat, dass man die öffnet. Das erste Implantat, wie gesagt, 2004 in Deutschland zugelassen, war der iStent. Den sehen Sie in der Abbildung links unten, wie er im Kammerwinkel sitzt. Also ein ganz kleiner Injektor, 1 Millimeter groß, nur das Implantat auch so klein, dass beispielsweise es nicht interferiert, beispielsweise mit einer Magnetresonanztomographie, und auch der Sicherheitscheck am Flughafen findet dieses Implantat nicht. Die noch kleinere Version war dann der iStent Inject. Sie sehen faktisch wie so eine kleine Rakete, die in den Kammerwinkel, in den Schlemmschen Kanal eingesetzt wird mit diesen Mikrobohrungen und eben 360 Mikrometer die maximale Ausdehnung, also wirklich winzig. Die neue Generation, die ist etwas größer im Durchmesser. Das hat damit zu tun, dass man bei den ganz Kleinen häufig das Problem hatte, dass es zu tief implantiert wurde. Das will man hiermit umgehen. Also der iStent. Zu den Resultaten, auch das ist angesprochen worden von Herrn Professor Pilonat. Zieldruck. Wie weit kommen wir runter? Also wenn Sie Patienten haben, der 40 Druck hat unter 4 Tropfen, dann erreichen Sie mit dem iStent nichts. Sondern das ist für Patienten geeignet, die vielleicht 1 oder 2 Tropfen nehmen. Idealerweise, wo noch eine graue Star-Operation ansteht. Wenn Sie das kombinieren, haben Sie häufig, und Sie sehen hier eine moderate Drucksenkung um bis zu 7 Millimeter, dass wir hiermit zwar längere Drucksenkung, wir haben das mal bei unseren eigenen Patienten untersucht, wie gesagt, in Kombination mit einer grauen Star-Operation. Und hier haben wir über 5 Jahre eine Drucksenkung, die ist bei uns gar nicht so hoch ausgefallen. Sie sehen, wir haben mit 18,5 gestartet und sind etwa bei 15,5, 16 Millimeter gelandet. Also auch Patienten, bei denen Sie nicht so sehr tief runtergehen. Mit dem Druck können Sie das nur anwenden. Aber die überwiegende Mehrzahl der Patienten muss nicht mehr tropfen, was ich denke, ein großer Gewinn an Lebensqualität ist. Und natürlich, wir umgehen damit Probleme wie die Tropfadhärenz, also das konsequente Tropfen. Und das Glaukom ist trotzdem kontrolliert. Die Eingriffe sind sicher. Es kommt dadurch, dass man den Kanal öffnet punktuell, manchmal zu kleinen Blutungen. Aber an sich sind das sehr sichere Verfahren, die man eben, wie gesagt, gut kombinieren kann und bei denen sich die Patienten auch sehr, sehr schnell erholen. Ein neueres Implantat ist der sogenannte Hydrus. Ein Mikrostent, der in den Kanal auch eingesetzt wird. Sie sehen das hier in dem Foto oben. Das liegt faktisch wie so eine Art Gerüstwerk, dehnt den natürlichen Abflusskanal auf, öffnet ihn und ist im Vergleich zum iStent einfach deutlich größer und dadurch durchaus auch etwas effektiver. Aber eben auch hier ist die Drucksenkung nicht massiv. Sie sehen in dieser Studie etwa 17 Millimeter Hg. Also wenn Sie einen Patienten haben, wo der Zieldruck bei 10 ist, dann ist das keine Anwendung für den Patienten, sondern für einen Druck, der eben bei 16, 17 sein kann, um das Glaukom zu kontrollieren. Und das ist, denke ich, sehr schön im ersten Vortrag rausgekommen, dass es da deutliche Unterschiede gibt. Dann gibt es, und Herr Professor Dietlein hat vorhin das Trabektom angesprochen, eine mechanische Lösung, das ist das sogenannte Karug Dual Blade, wo eben wie hier diese gelbliche Struktur, das Trabekelmaschenwerk, mit einer Art Hobelmesser ausgeschnitten wird, damit man ein ähnliches Resultat, also den Abflusswiderstand, reduziert und damit den Druck senkt. So sieht das nach der Operation aus. Der untere Anteil unter dem Pfeil ist heller, da ist das Trabekelmaschenwerk ausgeschnitten, oben ist er etwas dünner. Ein ganz feines Instrument. Auch hier die Drucksenkung zwischen 20 und 30%. Auch hier werden Druckwerte nicht unter 10 oder 12 erreicht. Ganz wichtig.
Ein anderes Verfahren, wie gesagt, eine unglaubliche Vielfalt gibt es. Man Kanaloplastie ab interno, hier ein kurzes OP-Video. Sie sehen, wie aus dem Röhrchen hier, aus dieser Kanüle, ein kleiner Katheter freigesetzt wird, der dann den Abflusskanal, und das ist das Frabekel-Maschenwerk, ist sehr schön bräunlich pigmentiert. Sie sehen, wie der langsam vormarschiert. Das können Sie heute wunderbar unter dem Mikroskop sichtbar machen, auch wenn das eine Struktur ist, die weniger als ein Millimeter groß ist, dass man den dort aufdehnt. Kommt es regelmäßig zu einer leichten Blutung, weil eben in den Kanal Blut zurückläuft, eher ein Zeichen, dass es sicher ist. Diese Blutung, wie gesagt, in den allermeisten Fällen resorbiert sich, aber kann dazu führen, dass es in den ersten Tagen noch etwas verschwommen ist. Hier die Arbeitsgruppe um Herrn Dr. Professor Körber, auch aus Köln, der das mal ausgewertet hat. Und auch hier sehen Sie Ausgangsdruck um die 19 unter Therapie und dann 16, etwa 14 bis 16 nach der Operation. Ein Beispiel, dass auch das alles keine Trivialchirurgie ist, ist der CyPass. Den gibt es zurzeit nicht mehr. Vielleicht haben ihn einige Patienten oder wir haben auch etliche Patienten, die den noch haben. Aber hier hat sich eben gezeigt, wenn Sie wie auf der linken Abbildung mit dem roten Kreis umgrenzt ist, wenn das Implantat nicht richtig gesetzt wird, dann kann das zu einer erheblichen, dauerhaften Schädigung der Hornhaut führen. Und deswegen ist dieses Implantat vom Markt genommen. Eine Alternative dazu, gerade eben erst zugelassen, der Mini-Jack, ein sehr invasives Verfahren, und das schauen wir uns hier auch nochmal an im OP-Video. Wie gesagt, um sich das sichtbar zu machen, setzen Sie immer hier so ein spezielles Kontaktglas in der Operation auf und dann der Raum zwischen dem Schlemmischen Kanal und der darunteren liegenden Iris wird so ein bisschen aufgedehnt. Sie schaffen da wie so einen Spalt und dann schieben Sie diesen Injektor vor und lassen dann dieses Implantat in den Kanal, in diesen Raum gleiten, in den Suprachoroidalraum, über den dann das Kammerwasser zusätzlich zu den natürlichen Abflusswegen implantiert wird. Ein sehr neues Verfahren, nicht ganz einfach anzuwenden. Auch Sie sehen hier ein sehr schönes Beispiel. Das blutet hier wenig, aber das ist nicht die Regel. Also das kann schon deutlich stärker bluten. Kommt insbesondere bei Patienten in Frage, wo die anderen Abflusswege nicht mehr funktionieren. Die Ergebnisse, die sich gezeigt haben, bis zu 40% Drucksenkung hier aus den Studien, wie gesagt, jetzt ganz frisch zugelassen in Deutschland. Und die klinische Einschätzung oder Einordnung muss man noch abwarten. Dann gibt es die Verfahren, die das Kammerwasser unter die Bindehaut leiten, ähnlich wie das die Trabekelektomie macht. Das ist einmal der Xen 45 Gel Stent, ein dünnes Kollagenröhrchen, das unter die Bindehaut geschoben wird und das hier langfristig den Druck sehr, sehr stabil sinkt und sowohl in Kombination wie in den grünen Balken gezeigt mit einer grauen Stauoperation als auch alleine. Und das ist das Besondere, dass fast alle Verfahren gut zusammenwirken. Eine letzte Möglichkeit, die gar nicht so minimal invasiv ist, weil Sie wirklich die Bindehaut aufmachen müssen etc., also ein Eingriff, der eher im Bereich der Trabekelektomie, der klassischen Filteroperation anzusiedeln ist, ist der sogenannte Praser Flow. Am Ende sieht das hier, sehen Sie, dieses ganz dünne Kunststoffröhrchen, das in die vordere Augenkammer loopt und eine flache Filterzone induziert, also der Wirkmechanismus wie klassische Filtrationschirurgie. Und entsprechend sind auch hier die besten Drucksenkungen erreichbar. Hier sind wir also in Bereichen, wie die 3-Jahres-Daten zeigen aus der Studie hier, bei 10 bis 12 und auch unsere eigenen Patienten haben wir, und das ist unsere erste Serie gewesen, wo wir eben bei 13, 14 landen, bei sehr hohen Ausgangswerten des Druckes vor der Operation. Das ist wesentlich invasiver, das Verfahren. Auch hier sind die Komplikationen natürlich auch dann etwas häufiger, weil das richtig aufwendige Chirurgie ist. Aber im Vergleich zur klassischen Filtrationschirurgie nach wie vor weniger komplikationsbeträchtig. Und das ist jetzt ein bisschen in die Zukunft geschaut, wenn wir sehen, oben der klassische Algorithmus, wir fangen mit Tropfen an, wir geben dann mehrere Tropfen, wir ergänzen die Tropfen gegebenenfalls mit dem Laser und fangen dann erst an zu operieren, sodass heute der Laser früher angewendet wird, aber dann eben das, was wir vorhin, was ich Ihnen gezeigt habe, diese Implantate, die Medikamentenimplantate, vielleicht, wenn sie zugelassen sind, das sind sie zum jetzigen Zeitpunkt in Europa noch nicht, viel früher anwenden können und auch viel früher operieren werden. Nicht jeder Patient wird operiert und das ist auch nicht die Lösung aller Fragen, aber wir werden bei Einzelfällen sicherlich früher operieren, weil wir sicherer sind und weil wir trotzdem gute Ergebnisse erzielen.
Was sind die wesentlichen Vorteile? Es sind in der Regel komplikationsarme, schonendere Operationen des Glaukoms. Sie sind gut mit einer grauen Star-Operation kombinierbar. Sie reduzieren effektiv die Medikamentenlast und alle von Ihnen, die viele Tropfen nehmen, wissen, das ist eine Belastung, auch wenn man in die Routine das einarbeitet. Die Tropfen haben Nebenwirkungen, sei es lokal, sei es systemisch. Sie haben ihre Berechtigung, aber wie gesagt, häufig ist es so, dass ich sehe sehr viele Patienten, die über viele Jahre getropft haben, konsequent getropft haben, aber eben erhebliche Nebenwirkungen haben. Und die Adhärenz lässt danach, also die Folge, die Therapiekonsequenz. Wir gehen alle Möglichkeiten des Abflusses an. Und wichtig ist zu unterscheiden, jedes Verfahren hat ein anderes Profil. Jeder Abflussweg hat andere Chancen, hat andere Risiken, aber hat auch ein anderes drucksenkendes Potenzial. Und ich erlebe immer wieder Patienten, die dann zu mir kommen und sagen, Herr Doktor, ich hätte gerne, habe ich gerade gesehen im Internet, den und den Stent. Dann muss man den Patienten tatsächlich auseinandersetzen, ob der für ihn passend ist oder nicht. Wir haben unterschiedliche Glaukomformen, wir haben unterschiedliche Anforderungen an die Operation und dazu haben wir die spezifischen Verfahren. Also es ist nicht so, als wenn wir da in die Box greifen, irgendwie wie bei der Lotterie und die richtige Kugel rausnehmen oder wie beim Fußball die nächste Paarung auswürfeln, sondern das hat etwas damit zu tun, wie wirksam sind die Verfahren, wann passen sie zu welchen Patienten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.